Eine wunderschöne Folierung. Ich zeige euch das mal gerade. Hier ist matt mit so Designstreifen drauf. Das Ganze wirkt so, als könnte man damit locker mal gegen den nächsten Baum fahren. Es ist kein Raptor. Es ist eine neue Mattfolie, die entwickelt worden ist. Er wurde foliert an der Seite. Bisschen dezent, mit viel Technik drin. Leontron steht drauf. ARB. Igelhaut Allrad ist natürlich drin. Ich mache mal kurz den Weitwinkel ein bisschen auf, dann sehen wir mal das Fahrzeug komplett. Hier steht er und er ist so hoch, dass man kaum einsteigen kann. Jetzt kann der Kunde ja optional wählen. Das heißt, ich kriege jetzt Einstiegshilfen vorne, hinten, in der Mitte, überall. Also es gibt Trittstufen grundsätzlich für die Schiebetür und für die vorderen Türen natürlich auch. So, wir zeigen das mal gerade. Da unten ist eine Trittstufe mit drin. Die kann auch automatisch ausgefahren werden. Das Besondere ist, sie hat kaum Aufbauhöhe. Ja, das ist richtig. Ja, die verschwinden ziemlich gut unter dem Schweller und sind dadurch natürlich sehr schlank. So, hier haben wir eine Besonderheit, richtig schön zu sehen. Der ist mittendrin im Ausbau. Das heißt, das wird jetzt noch modifiziert, das Fahrzeug. Viele bringen euch die Fahrzeuge zum Ausbau an. Ja, es gibt viele Leute, die dann halt ihre Fahrzeuge im Selbstausbau machen. Das ist hier der Fall. Und wir haben halt mit dem Kunden vereinbart, dass wir das Auto mal zeigen, auch wenn er noch nicht fertig ist. Das ist aber schön gemacht. Also alles, was ich bisher weiß und gesehen habe, das ist nach dem Stand der Technik. Viele Fahrzeuge gehen ja dann wirklich dann ins härtere Geläut. Das heißt, man fährt damit zum Beispiel in Dünen, in Sand, durch irgendwelche Feldwege. Schlecht wegetauglich ist der ja schon nicht mehr. Der ist wirklich, der kommt überall durch. Also mit dem Fahrzeug kannst du wirklich ins schwere Gelände fahren. Ja. So, vorne ist die Heizung ist schon drin. Eine Truma Diesel kommt wahrscheinlich rein. Können wir gleich mal gucken. Die ich sag mal, Wartezeit, wenn man nie bestellt, kriegt man ja nie einen Igelhaut, oder? Das ist richtig, ja. Das heißt, ich muss das Fahrzeug entsprechend anliefern, weil das ist ja heute unsicher, wann die Fahrzeuge kommen. Wie geht ihr damit vor? Ist das so, dass ihr erst... Also wir haben im Moment halt die Thematik, wie wahrscheinlich alle anderen hier auf der Messe auch. Du machst heute irgendeinen Produktionsplan und der ist in einer Woche nicht mehr aktuell. Ne? Portale... Achsen, sind die auch bei euch im Programm? Habt ihr sowas? Nein, das ist nicht darstellbar. Warum? Ja, es ist technisch so aufwendig. Ich gehe davon aus, es will am Ende dann niemand bezahlen. Also es würde gehen, wenn man genug Geld hat? Wenn man genügend Geld hat. Wir haben da schon natürlich vor vielen Jahren drüber nachgedacht, aber die Investition, um sowas auf die Beine zu stellen, das ist für ein Unternehmen in unserer Größe einfach too much. So, ihr macht das ja nicht nur für den Campingbereich, ihr macht das für ganz viele Behörden und kommunale Anbieter, die mit dabei sind. Das Ganze ist quasi nicht zu merken. Man muss die Sperren in einer ganz bestimmten Reihenfolge einlegen. Das ist immer die gleiche Reihenfolge. Immer Zentraldifferentialsperre zuerst, dann die Hinterachssperre und dann die Vorderachssperre, wenn sie eingebaut ist. So. Tja, wenn ihr Lust habt, also das Auto wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Es wird ja demnächst auch mal zu sehen sein, wenn der Ausbau fertig ist. Wenn ihr anfangt, Blecharbeiten und so weiter, das macht ja alles bei euch. Das heißt, wenn ihr Ausschnitte gefertigt werden? Ja, also die Radlaufverbreiterungen, wie vorhin schon erwähnt, da müssen ja Ausschnitte gemacht werden. Dann gibt es da vorgefertigte Bleche, um auftretende Öffnungen wieder zu schließen. Und dann werden die Radlaufverbreiterungen montiert, damit das alles wieder safe ist. So, letztes Video. Wir sind bei Igelhaut Allrad. Ihr habt eine ganz besondere, ich sag mal, Situation. Ihr seid direkt am Eingang von der Messe. Das merkt ihr auch. Also viele Leute wollen ja alles sehen auf so einer Messe, sind vielleicht nur ein, zwei Tage da. Ja. Ihr seid auch gesetzt. Was sind so typische Fragen, die Leute stellen? Ja, Fragen im Moment sind eigentlich am Anfang immer die Frage, wann könnt ihr mir ein Auto bauen? Weil das ja bekannt ist, dass überall riesige Wartezeiten sind. Aber ansonsten sind die Gespräche eigentlich immer in dieselbe Richtung. Man analysiert erst einmal, was hat der Kunde vor. Dann machen wir unsere Vorschläge, wie wir uns das Auto vorstellen können. Und so geht das dann halt ja, voran. Ja. So, hier vorne, das ist auch ein Mercedes-Benz Allrad, der da steht? Nein, das ist kein Allrad. Kein Allrad. So, ein Rennauto, das ihr da habt. Und damit hat heute Morgen alles begonnen. Ein extra kurzer und flacher Sprinter, der da ist, mit
einer tollen Ausstattung, der uns wirklich gut gefällt. Vielen Dank, Uwe. Also guckt euch all die Videos an von Igelhaut. Ich habe große Hochachtung vor Made in Germany. Made in Franken, ist das Franken? Ja, Unterfranken, genau. Unterfranken. Dem Herrgott muss man danken. Tschüss. Ja, tschüss.